Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Essenzberaterin. So, heute das letzte Video von mir. Und zwar reden wir heute über die kommende Brustkrebskollektion. Der komplette Oktober, sprich vom 1. bis zum 31. Oktober, steht ganz im Zeichen von Pink. Und wenn ich sage Pink, dann meine ich auch Pink. Also es wird richtig, richtig pinkig. Die Kollektion gibt es auch ab dem 1. Oktober um 9 Uhr. Also ihr müsst für die Feiertagskollektion und für die Brusttipps-Kollektion um 9 Uhr am Start sein, wenn ihr was davon haben wollt. Finde ich eine richtig geile Sache. Es wird auch ganz viel gespendet von jedem einzelnen Produkt, was ich euch jetzt vorstelle. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ganz viele von euch, und sei es nur die pinken Glühbirnen, nimmt oder sonst was ab dem 1. Oktober, wenn ihr meinen Shop stürmt unter www.blackheaven.sensi.de und euch mit diesen geilen Sachen eindeckt und auch noch was Gutes dabei tut. Ich werde das natürlich auch machen. Wir beginnen mit den Düften. Ich habe es ja vorhin schon bei der Feiertagskollektion gesagt und es ist auch genauso bei der. Diese Düfte gibt es nur im Viererpack. Also nicht so wie bei der Valentin. Also was ist denn heute los mit mir? Nicht so wie bei der Feiertagskollektion. Da könnt ihr die Düfte einzeln kaufen. Hier gibt es die wirklich nur im Viererpack. Aber ich lege die euch ans Herz, weil die sind alle vier richtig, richtig mega. Und zwar kommt ihr in einer wunderschönen pinken Box. Und die schaut auch von innen auch wieder richtig hübsch aus. Und wie schon gesagt, Pink, 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 Think Pink Europe. Und da habt ihr dann die vier zauberhaften Düfte drin. Also einer ist besser wie der andere. Ich sag's euch. Ohne Mist. Wir fangen an mit dem I Pink I Can. Oh, ja, der ist richtig. Also der hat so was richtig, was Tropisches an sich. Ja, das ist so ein richtig schöner, fruchtiger Tropenduft. Ja, der ist so richtig. Ja, fände ich jetzt eigentlich für den Sommer eigentlich richtig geil. Aber naja, gut, vielleicht haben wir ja noch ein paar Tage. Kokosnusswasser, tropisches Steinobst und Hibiskusnektar. Der ist schon mal richtig gut. Dann kommt der nächste. Positively Pink. Das ist halt mein absoluter Favorit. Denn der ist fruchtig, süß. Ein bisschen parfümig. Und der geht auch schon so ein bisschen in die edlere Richtung. Aber der ist, also das ist von allen vier mein Favorit. Der Positively Pink. Und zwar ist da drinnen Himbeere, Vanille und Sandelholz. Dann haben wir Turn Up the Pink. Der geht jetzt so ein bisschen, finde ich, in die frische, zitrische Richtung. Und er riecht immer noch, wenn ich so ranrieche, hat er so ein bisschen was von Lakritze. So, wenn man an diese schwarze Lakritze ranriecht. Aber ist überhaupt nicht so, wenn er warm ist. Also der ist jetzt echt nur im kalten Zustand.
habe ich jetzt wieder diesen Lakritzduft in der Nase. Aber wir haben saftige Zitrusfrüchte, Gardenienblüten und Palisanderholz. Und der letzte in der Kollektion, Pink Spritz Hope. Also der ist für alle Rosenliebhaber, für alle Rosengartenblumenliebhaber ist der genau das Richtige. Also man riecht richtig präsent, riecht man schon die Rose. Und dann so ein bisschen kommt so ein bisschen aufdringlich das Veilchen durch. Ja, so wie wenn man in einem Rosengarten steht. Aber dafür, dass ich keine Rosen mag, ist der auch, wenn der warm ist, der echt richtig gut. Rosa Parfait, Rose, Veilchen und Blattgrün. So, das sind die vier. Die gibt es in der Box. Dann gibt es natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt pinke Glühbirnen. Und zwar in 15 Watt, in 20 Watt und in 25 Watt. Ich brauche sie natürlich alle. Ist ja klar. Kostet der Dreierpack 10 Euro. Jetzt muss ich mal gucken. So, ja. Kostet pro 10er-Pack 3 Euro. Ach, pro 3er-Pack 10 Euro. Davon geht jeweils 1,50 € als Spende raus. Und dann gibt es natürlich eine Duftblume in der Buttercup Belle in Positively Pink. Die wird kosten 28 Euro und davon gehen 5,50 € als Spende weg. Und es wird einen Buddy geben. Priya, die rosa Gepardin, die wird 50 Euro kosten und davon gehen 10 Euro Spende weg. Und dazu gibt es einen vorgegebenen Scentpack in dem Duft Turn Up the Pink. Und dann der Viererpack Bars. Kostet 34 Euro und davon gehen 7,50 € Spende weg. Und dann haben wir noch eine Duftblume. Ach, eine Duft. Also, was ist denn heute los? Eine Duftlampe mit einem großen Brustkrebsschleifchen drauf. Die heißt Passion for Pink. Ist 16 cm hoch, hat eine 20 Watt Glühbirne drin, ist Keramik. Kostet 71 Euro und davon gehen 11,25 € weg. Ich habe das natürlich einen Teil in groß. Also hier seht ihr Priya die Geparden. Und hier seht ihr die Duftlampe. Und dann habt ihr hier unsere Glühbirnen. Und hier die Duftblume. Das ist auch wieder eine Duftblume, die hat ein pinkes Duftöl und dann saugt sich die Blume natürlich dann in Pink voll. Schaut bestimmt richtig geil aus. Und natürlich in Positively Pink ist also genau mein Fall. Also ich brauche dann schon mal die Duftblume und alle Glühbirnen. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ganz, ganz viele im Oktober aus dieser pinken Kollektion was kaufen. Allein schon darum, um Gutes zu tun. Es gibt immer noch, in den meisten Ländern gibt es noch nicht mal eine Aufklärung über Brustkrebs. Und das, was bei uns hier in Deutschland gesammelt wird, bleibt auch hier
hier, also das wird hier dann an Organisationen gespendet. Wenn das dann soweit ist, gibt es natürlich dann wieder einen extra Beitrag von mir. Und ja, ich freue mich, wenn die Kollektion rauskommt. Und ich hoffe, es machen ganz viele mit. Und dann war es das heute von mir. In diesem Sinne, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo oder beides. Und wenn du noch keine Duftschnecke hast, darfst du gerne in der Beschreibung nachgucken. Da steht meine Handynummer und dann kannst du mir gerne schreiben. Und habe ich noch was? Habe ich noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Das war's heute von mir, weil ich habe mittlerweile jetzt, glaube ich, schon so einen Sprachfehler. Ich habe jetzt schon wieder viel zu viel gebabbelt. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Montag. Bei mir ist noch blauer Himmel und Sonnenschein. Ja, morgen wieder arbeiten. Ich genieße jetzt noch die letzten Stunden meines letzten Urlaubstages. Und dann bis ganz bald. Macht's gut.